بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir sind aktuell bei der Sura Al-Ahqaf. Das ist die Sura 46 im Koran Al-Karim. Bei mir auf der Seite... Bei mir auf der Seite 506, und heute, inshallah ta'ala, werden wir die Sura beenden, nachdem wir das letzte Mal bis zur 32. Ayah behandelt haben. Bitte holt euren Mushaf, euren Koran heraus, sodass wir zusammen die Ayat lesen, bi'idhnillah ta'ala. Ich lese vor, ihr liest nach, und wir werden für jeden Buchstaben, den wir lesen, bi'idhnillah ta'ala, 10 Hasanat bekommen. Allah Azza wa Jal gibt so viel Lohn, wie er will, subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi s-sami'i l-alimi minash shaytani r-rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون نعم bis zur 35. Ayah. Das ist das Ende von Surat Al-Ahqaf. Jetzt werden wir die Ayat inshallah ta'ala erklären. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier zu den Qurayshiten, zu denen, die Allah subhanahu wa ta'ala
seine Botschaft nicht angenommen haben und nicht seinem edlen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Allah macht sie aufmerksam. Sehen sie denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erden erschaffen hat und er dabei nicht müde geworden ist. Was für ein Beispiel prägt Allah subhanahu wa ta'ala hier über kleine Geschöpfe oder über gewaltige Geschöpfe? Über die gewaltigsten Geschöpfe. Denn wie ihr wisst, der Himmel ist nicht einfach der Himmel, sondern es gibt wie viel Himmel? 7 Himmel. Und die Erde ist keine kleine Erde, sondern es gibt 7 Erden. Das heißt, diese Beispiele prägt Allah subhanahu wa ta'ala ständig, damit man auch dessen Gewaltigkeit kennt. Weil eine Sache leuchtet jedem ein. Das ist auch eine Sache, die jeder logisch nachvollziehen kann. Derjenige, der diese gewaltigen Geschöpfe erschaffen hat, muss er noch gewaltiger sein? Das leuchtet jedem ein. Das heißt, wenn diese Geschöpfe so gewaltig sind, wie ist die Gewaltigkeit Allahs Azza wa Jal? Subhana. Daher hat Allah Azza wa Jal diese Leute darauf aufmerksam gemacht, diese Qurayshiten, die nicht die Wahrheit annehmen wollten und ständig die Wiederauferstehung in Frage gestellt haben, sie verleugnet haben oder geleugnet haben. Allah stellt ihnen die Frage, derjenige, der die Himmel und die Erden erschaffen hat, und dabei nicht müde geworden ist, ist er nicht in der Lage, die Toten wieder lebendig zu machen? Denn diese Toten lebendig zu machen, ist nichts im Vergleich zu diesen gewaltigen Geschöpfen. Und das ist hier ein sehr schönes Argument von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Wahrhaftigste in seiner Rede. Schaut mal, subhanallah, wenn einer solche gewaltigen Geschöpfe, das heißt den Anfang gemacht hat von den Himmel und von den Erden, ist er nicht in der Lage, die Schöpfung, die schon da war, wieder zurückzubringen. Er ist in der Lage dazu, subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat er ihnen hier ein Argument gegeben, damit sie verstehen. Und Allah, er prägt die besten Argumente. Keiner hat bessere Argumente vorzuweisen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist in der Lage, diese Menschen wieder zurückzubringen. Und Allah ist nicht ermüdet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Stelle, und er ist es, das in Surat Qaf, er ist es, der die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat und hierauf nicht müde geworden ist. Denn was haben die Kuffar gesagt? Wer weiß, was sagen die Christen? Wann ist der Ruhetag von den Christen? Am Sonntag. Warum? Was haben sie gesagt? Das heißt, als er die Himmel und die Erden erschaffen hat, ist er so ermüdet, dass er am 7. Tag, was? Geruht hat. Das heißt, welche Eigenschaft haben sie Allah Azza wa Jal zugeschrieben? Stärke oder Schwäche? Und so ist das Beispiel von einigen Leuten und Allah hat damit geantwortet auf diese Leute, dass er nicht müde geworden ist, subhanahu wa ta'ala, sondern dass es für ihn ein leichtes, dass er dieses alles erschafft. Allah Azza wa Jal braucht keine Ruhe, er braucht keinen Schlaf. La ta'khudhuhu sinatun. Ihm überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Allah hat diese schwachen Eigenschaften nicht. Und das ist das Problem, dass manche Leute ihre Kraft und ihre Fähigkeit übertragen auf wen? Auf Allah Azza wa Jal. Aber ist die Fähigkeit von Allah? Und ist die Kraft von Allah wie die Kraft der Menschen? Oder wie die Fähigkeit der Menschen? Und das ist ein gewaltiger Fehler. Was haben die Kuffar gesagt? Als einer von den Kuffar, von den Mushrikin, einmal einen Knochen genommen hat, dann hat er ihn so zerrüttet in seiner Hand. Und er hat so ironisch gesagt, wird Allah dieses wieder zum Leben erwecken? Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er wird es tun und dich wird er ins Höllenfeuer hereinbringen. Allahu Akbar. Er wird es tun und du wirst in das Höllenfeuer hereingehen, weil du das leugnest. Und du machst dich lustig über... Das ist das Problem der Mekkaner, der Kuffar gewesen. Sie dachten, wie soll das gehen? Wenn eine Person schon tot ist, dann ist er tot. Er kann nicht mehr zum Leben erweckt werden. Das ist ihre Logik. Das ist ihre Fähigkeit. Und sie bleiben im Kreis ihrer Fähigkeit.
Aber was sie nicht bedacht haben, ist, dass die Fähigkeit Allahs Azza wa Jalla eine ganz andere ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen aus was erschaffen hat? Aus dem Nichts. Aus was wurde Adam alayhi salatu wa salam erschaffen? Ja, aus Ton, aus Erde. Jetzt, wenn du jemand sagst, ein Mensch kommt aus Ton und Erde zustande, der wird dir einen Vogel zeigen, richtig? Aber das ist der erste Mensch, Adam alayhi salatu wa salam. Und er hat verschiedene Geschöpfe erschaffen, unterschiedliche Art und Weise. Nicht alle sind aus Ton und Erde. Die anderen sind durch einen Samentropfen erschaffen worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er bestimmt, ob die Menschen sich entwickeln oder nicht. Und Isa alayhi salatu wassalam ist sogar weder aus Erde noch aus einem Samentropfen erschaffen, sondern durch das Wort sei, so wurde er. Hat Allah dir nicht verschiedene Beispiele geprägt, damit du auch siehst, Allah hat keine Naturgesetze, die er braucht, damit dieses oder jenes passiert. Badi'u samawati wal ard. Er ist der Erschaffer von Himmel und Erde. Er erschafft ohne vorhergehendes Beispiel. Und wenn er sagt zu einer Sache sei, dann wird sie so, wie er das subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, ohne einen Mangel darin aufzuweisen in der Erschaffung Allahs. In der Erschaffung Allahs subhanahu wa ta'ala. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرَ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَ. Dann sagt Allah Azza wa Jal selber, Bala. Allah antwortet. Wir brauchen keine Antworten von den Kuffar. Wir brauchen keine Antworten von denjenigen, die nicht Bescheid wissen, die selber nicht verstehen, wer ihr Herr ist. Wir brauchen von solchen Leuten keine Antworten, sondern Allah hat geantwortet, subhanahu wa ta'ala, doch gewiss, Bala im Arabischen. Was heißt Bala im Arabischen? Es kann mehrere Bedeutungen haben. Was heißt Bala im Arabischen? Doch, ja, habt ihr schon gesagt. Was noch? Jawohl. Was noch? Kann auch heißen, viel mehr. Okay, das sind die Bedeutungen. Hier heißt es doch eine Bestätigung von Allah Azza wa Jal. Bala, innahu ala kulli shay'in qadir. Doch, er ist. Er hat zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Und das war die Antwort von Allah Azza wa Jal auf diese Leute, die geleugnet haben. Jetzt kommen die Konsequenzen für ihr Leugnen. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen, ja, doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass sie stets ungläubig waren. Schaut mal, was sie geleugnet haben, werden sie an diesem Tag wiederfinden. An diesem Tag werden die Kuffar vor dem Höllenfeuer gestellt. Und das ist eine Wahrheit. Und das wird passieren. Dann wird zu ihnen gesagt werden, أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Ist dieses nicht die Wahrheit? Ist das nicht das, was ihr geleugnet habt? Ist das nicht das, worüber ihr euch lustig gemacht habt? Ist das nicht das, wovor ihr weggerannt seid? Heute begegnet ihr dieser Strafe, vor der ihr weggerannt seid. Und jetzt kommt die Botschaft, die wir immer nennen. Was sagen wir? Allah lässt keinen Kafir in das Höllenfeuer eingehen, ohne was vorher zu machen. Dass er selber bestätigt, dass er diese Strafe. Was sagen die Kuffar hier? قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا. Sie sagen, doch. Ist das nicht die Wahrheit? Was sagen sie? Doch. Aber darüber habt ihr euch doch lustig gemacht. Das war doch das, was ihr zum Gegenstand von Spiel und Spaß genommen habt. Das war doch die Dunya, die euch getäuscht habt und so, dass ihr die Akhira vergessen habt. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Ist dieses nicht die Wahrheit heute an diesem Tag? قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا. Schaut mal, wie sie bestätigen. Doch. Doch. Doch und? Bei unserem Herrn. Was machen sie? Was machen sie? Sie bestätigen die höchste Form der Bestätigung. Sehen Sie es an diesem Tag mit Ihren Augen?
Aber das sind doch die Leute, die über uns Salafisten gesagt haben. Das sind doch die Medien, die gesagt haben, wir sind dumme Leute. Wir sind Analphabeten, wir haben von nichts eine Ahnung. Das sind die Leute, die gesagt haben, lasst eure Religion, macht euch nicht lustig. Alaysa hadha bilhaq. Ist dieses nicht die Wahrheit an diesem heutigen Tag? Lasst sie reden, lasst sie herumspielen, lasst sie behaupten, in dieser Dunya kann jeder behaupten, was er will. Aber heute, an diesem Tag, ist das nicht die Wahrheit. Was werden die Medien sagen? BZ und Berliner Morgenpost und diese, was werden sie sagen? Ha? Doch, bei unserem Herrn. Das werden sie sagen an diesem Tag. Das werden sie sagen. Und ich schwöre bei Allah den kräftigsten Schwur, das werden sie sagen. Wer hat das gesagt? Allah Azza wa Jalla. Und ein jeder Kafir wird das sagen. Jetzt hat der Kafir zwei Möglichkeiten. Wenn er uns hört, möge Allah dich recht leiten. Sagt Amin. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er wird diesem Bild so begegnen, wie wir es gerade geschildert haben. Und er wird sagen, doch bei unserem Herrn, und er wird ein Verlierer sein. Das ist ein Zukunftsbild, was Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten ausmalt. Das heißt, das wird passieren. Das ist das Erste. Das ist die eine Möglichkeit. Hier wäre er Verlierer und hätte nichts gelernt. Die zweite Möglichkeit ist, dass er sofort reuig zu Allah azza wa jal was zurückkehrt und den Islam annimmt und ab jetzt ein Leben als Muslim lebt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Weil verlieren wird er sowieso. Verlieren wird er sowieso. Er kann hier den Islam verleugnen und sein Leben leben. Und dann hören wir am Ende, wie sein Leben sein wird. Schaut mal, subhanallah. Erstmal, fasbir kama sabara ulul azm. Sein standhaft wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen. Jetzt natürlich sehen wir eine Sache. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns klar gemacht hat, dass diese Leute in das Höllenfeuer hereingeworfen werden, Allah sagt uns, ihr Zeitpunkt wird was? Wird kommen. Deswegen, auch wenn sie ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt nicht deine Botschaft annehmen und sich über dich lustig machen und dich bekämpfen, zeig Geduld, fasbir, wie auch die Leute der Entschlossenheit Geduld gezeigt haben. Die Leute der Entschlossenheit sind die Gesandten bzw. die Propheten, liebe Geschwister. Und manche der Tafsir-Gelehrten sagen, besonders die fünf unter den Gesandten, unter den besten Gesandten, die wären, wer? Nuh alayhi salatu wasalam, Ibrahim alayhi salatu wasalam, nach der Reihenfolge bitte. Musa alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam und Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Zeig Geduld, sei entschlossen, wie sie auch entschlossen waren. Das waren Leute, die haben die Wahrheit in der Hand gehabt und trotz der Bekämpfung dieser Gesandten haben sie Geduld aufgewiesen, weil sie die Wahrheit kannten. Wird einer geduldig sein, wenn er die Wahrheit nicht hundertprozentig im Herzen verinnerlicht? Nein. Deswegen, ja, Ikhwa, das ist sehr wichtig, dass wir dieses lernen. Je mehr du Yaqin hast in deinem Herzen Gewissheit, umso entschlossener wirst du handeln. Niemand wird dich vom Weg abbringen können, weil für dich ist klar, was die Wahrheit ist. Aber wenn du selber nicht genug Gewissheit in deinem Herzen hast, dann wird man mit dir spielen können wie mit einem Punching Ball. Man wird dich nach links und nach rechts bringen, in welche Richtung man auch immer dich bringen will. Fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Und zeige Geduld, wie auch diejenigen Geduld gezeigt haben unter den entschlossenen Gesandten. Wala tasta'jil lahum, und sei nicht voreilig wegen diesen Leuten. Sei nicht voreilig, ja Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warum, liebe Geschwister? Weil die Strafe wird sowieso kommen. Der Zeitpunkt von Allah azza wa jalla ist bestimmt. Und diese Leute, wenn Allah es bestimmt, dann werden sie auch das bekommen, was er für sie geschrieben hat. Schlusspunkt aus.
Jetzt, du kannst sagen, warum wird dieser ungerechte Herrscher, der so viel Blut vergossen hat, warum tötet Allah ihn nicht heute? Warum vernichtet Allah ihn nicht heute? Ist das für Allah ein schwieriges, ihn zu vernichten? Nein. Aber hat Allah Weisheit bei der Sache? Nein. Allah hat Weisheit dabei. Deswegen glaubst du nicht, dass er irgendwann drankommt? Er kommt dran. Und ganz gleich, welche Strafe du dir jetzt zum Beispiel für Assad ausdenkst, möge Allah Azzawajal ihn vernichten. Ganz gleich, welche Strafe du dir für ihn ausdenkst, der über 1 Million getötet hat. Und das vor den Leuten der zivilisierten Welt, der westlichen Welt, die sich so für Menschenrechte einsetzen, für Tiere, für Robben, für Mäuse, für Fledermäuse, außer für Muslime. Oder in China, die Millionen von Muslime in Konzentrationslagern halten. Alles kein Problem. Welche Strafe könntest du dir für diese Leute ausdenken? Du sagst dir, das und das und das. Eine Frage an dich, O Diener Allahs. Diese Strafe, die du dir ausdenkst, ist das die Strafe von Allah? وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانْ وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ. Allah Azza wa Jal sagt, und der Tod kommt zu ihnen, zu den Höllenbewohnern, von einer jeden Seite, aber er stirbt nicht. Jede Strafe im Höllenfeuer bringt den Tod mit sich. Aber, was haben wir gesagt? Er stirbt nicht. Was werden die Höllenbewohner dann sagen? Werden sie um ihre Vernichtung bitten? Sie werden um ihre Vernichtung bitten, weil jede Strafe im Höllenfeuer eine Vernichtung ist. In einer Überlieferung bei Ibn Majah, die Sheikh al-Albani rahimullah als sahih gezeichnet hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er ein Beispiel geprägt hat, wenn ein Höllenbewohner aus der Hölle herausgenommen werden würde, was gibt es in der Hölle? Hitze, Hitze, Hitze. Wenn er herausgenommen werden würde und in einem Gebäude hereingetan werden würde, wo sich 100.000 Menschen befinden. Wie viel? 100.000 Menschen befinden. Und er würde nur einmal ausatmen, das, was er an Strafe im Höllenfeuer erlebt hat, nur ausatmen, so würde er die gesamten Menschen und das Gebäude verbrennen. Ein Atemstoß. Schau mal, hast du überhaupt an so etwas gedacht? Egal, was du dir für diese Leute ausdenkst, sie werden ihre Strafe bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Herz vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hier beruhigt. Sei geduldig, wie auch diejenigen, die vor dir waren. Das waren die edelsten Menschen, die geduldigsten Menschen, die alles miterleben mussten, nur damit sie die Botschaft überbringen. Allah will uns damit sagen, das sind diejenigen, die am meisten dazu Recht haben, gefolgt zu werden. Ist es nicht so, dass wir am meisten den Gesandten nacheifern sollten? Weil sie die höchste Lob, weil sie den höchsten Lob von Allah Azza wa Jal bekommen haben. Und subhanallah, daraufhin siehst du unsere Shabab. Wem folgen sie? Den Leuten der Höllenbewohner. Die lassen die Leute von Ulul Azm, die Leute der Entschlossenheit, so nennt Allah Azza wa Jal, und gehen zu Ulul Nar, zu den Leuten des Höllenfeuers. Und was habt ihr von diesen Leuten der Höllenfeuer? Rapper, Schauspieler, Tänzer, ich weiß nicht was. Was habt ihr von solchen Leuten? Willst du jemanden nachmachen, der sich schon einen Platz im Höllenfeuer gesichert hat? Aber das ist das Problem, dass die Leute nicht bereit waren, diesen Weg der Propheten zu gehen. Er ist schwer, aber er ist erfolgreich. Was wäre dir lieber, einen leichten Weg zu gehen und dafür für ewig ins Höllenfeuer? Schaut mal, nur Yawmul Qiyamah, wie lange dauert dieser Tag? Was haben wir gesagt? Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. An einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre beträgt. Lebst du 50.000 Jahre? Du? Keiner lebt von uns 50. Das ist nur ein Tag. Das ist nur ein Tag. Das heißt, wer schlau ist, sagt sich, A'udhu Billah, warum soll ich
Warum soll ich mein Jenseits wegwerfen und mein Jenseits dauert viel länger als mein Diesseits? Sei nicht voreilig, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bezüglich diesen Leuten. Und jetzt hören wir, was ihre Dunya tatsächlich wert war. Schaut mal, subhanallah, was für ein wunderschönes Beispiel. Ka'annahum yawma yarawna. Am Tag, da sie sehen, was ihnen angedroht wird, glauben sie, nur eine Stunde eines Tages vorbei zu haben. An dem Tag, wo ihnen die Strafe angedroht wird, die jetzt auf sie wartet, dann glauben sie, dass sie nur ein Teil von dem, ja, ein Teil von einem Tag gelebt haben. Wie viel hat er gelebt? Vielleicht 60, 70 Jahre. Was denkt er? Sein Leben war nur was? Ein Teil von einem Tag. Subhanallah. Wie viele Genüsse wird er im Kopf behalten, wenn er im Höllenfeuer bestraft wird? Wie viele Genüsse wird er im Kopf behalten von der Dunya? Überlegt, eine Person, Yawmul Qiyamah, wie es in einer Überlieferung bei Imam Muslim heißt, wird diese Person hat am genussvollsten gelebt in der Dunya. Nichts ausgelassen. Keine Frucht, die er nicht gegessen hat, kein Land, was er nicht besucht hat, keine Frau, die er nicht genossen hat. Dieser wird nur für einen Moment. Wie lange? Für einen Moment, wo reingetaucht? In Jahannam. Daraufhin rausgeholt. Das geht wirklich nur rein raus. Daraufhin wird er gefragt, hast du in deinem Leben Gutes gesehen und genossen? Was wird er sagen? Nein, bei deinem Herrn. Nein, bei meinem Herrn. Subhanallah. Der hat doch alles genossen. Der war nur am Genießen. Aber wie viel ist jetzt hängen geblieben? Nichts. Und das war nur ein klitzekleiner Moment im Höllenfeuer. Was denkt ihr, wenn man einen ganzen Tag im Höllenfeuer verbringt? Möge Allah Azzawajal uns alle davor bewahren. Einen ganzen Tag im Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullama nadijat juluduhum baddalna juluduhum kullama nadijat juluduhum kullama nadijat juluduhum baddalna juluduhum baddalna afan die Ayah ist mir. Jedes Mal, wenn ihre Haut durchgebrannt wird, werden wir ihnen eine neue Haut erschaffen oder geben. Das heißt, die Haut brennt richtig durch bis zum Ende. Was macht Allah Azza wa Jal? Sagt er, der Ärmste, der hat Schmerzen, jetzt soll er befreit werden. Allah lässt eine neue Hautschicht entstehen, die wiederum durchgebrannt wird. Wo ist das Problem, liebe Geschwister, bei dem Durchbrennen einer Haut? Das oberste ist der höchste Schmerzpunkt. Je tiefer es geht zu den Knochen, umso leichter wird es. Aber wo ist es am schwersten? Oben. Warum? Weil dort sich die ganzen Nerven befinden. Und jedes Mal, wenn die Haut durchgebrannt wird, erschafft Allah Azza wa Jal eine neue Haut. Warum? لِيَذُوقُ الْعَذَابِ Damit sie die Schmerzen noch mehr spüren. Damit sie die Schmerzen noch mehr spüren. Das ist das Ende für diese Leute. Was denken Sie? Wir haben nur einen Teil vom Leben gelebt. Nur einen halben Tag, mehr nicht. Wer kann sich dann noch an die Genüsse erinnern? Dann sagt Allah Azza wa Jal, Balagho. Dies ist eine Botschaft. Dieser Koran ist eine Botschaft. Diejenigen, die dem folgen wollen, ahlan wa sahlan, sie sind herzlich dazu eingeladen. Aber diejenigen, die verleugnen wollen, die sollen nur sehen, welche Strafe sie erwartet. Und derjenige, der vernünftig ist, der wird sich dafür entscheiden, das gute Ende zu nehmen und das schlechte Ende zu meiden. Aber wer unvernünftig ist, wird sagen, ich guck mal, was mich erwartet. So brauchst du nicht zu überlegen, was dich erwartet. Allah hat es dir hier gesagt, damit du verstehst, was dich erwartet. Denn dieses ist eine Drohung von Allah Azza wa Jal. Nicht, dass du denkst, ja, ich guck mal dann, spiel mal russisch Roulette, ja, ob das oder das eintrifft. Nein, Allah sagt dir, das wird eintreffen.
Und wenn du Allahs Worten glaubst, dann glaubst du ihnen. Aber wenn du Allahs Worten nicht glaubst, wer soll dir helfen in diesem Falle? فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ Wird denn jemand vernichtet, anderes vernichtet? Werden Gläubige vernichtet? Werden Leute, die auch nicht die besten Gläubigen waren, aber Muslime waren, wenn sie auch Sünden gehabt haben, aber mit einer Reue, mit einer ernsthaften Reue gestorben sind, werden diese vernichtet? Nein. Wer wird vernichtet? Das ungerechte Volk, das Frevel begangen hat. Dieses Volk wird vernichtet. Warum? Diese Leute, sie wollten nicht sich an die Anordnung Allahs Azza wa Jalla halten. Sie wollten nicht den Befehlen nachkommen. Sie wollten nicht Allah fürchten, nicht das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. An diesem Tag wird kein anderer vernichtet, außer dieses Volk. Daher, ya Akhwa, was wir aus diesen Ayat lernen sollten, Allah hat uns die Zukunft klar gemacht. Wer nun will, der kann einen Weg beschreiten in Richtung dieses Höllenfeuers. Aber wer dieses fürchtet, was Allah subhanahu wa ta'ala hier angedroht hat, der wird diesen Weg einschlagen, den Weg der Propheten, den Weg der Gesandten, die Besten waren, die Allah azza wa jalla gelobt hat und die Allah azza wa jalla am meisten geliebt hat. Unter all seinen Geschöpfen möchtest du nicht denjenigen folgen, die Allah azza wa jalla am meisten geliebt hat, und möchtest du dich nicht von denen unterscheiden, die Allah azza wa jalla am meisten hasst, subhanahu wa ta'ala. Daher, jeder ist herzlich willkommen, wenn er den Weg der Gläubigen einschlagen möchte. Und ein jeder hat selbst den Weg der Vernichtung für sich bestimmt, wenn er diesen Weg gehen will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn schreiben von dieser großartigen Surah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wenn es Fragen gibt, habt ihr die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Auch die Leute aus dem Internet, inshallah ta'ala, haben die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Haben wir Fragen? Ansonsten beenden wir, inshallah. Bitte schön. Andere Frage: Wenn man Koran liest auf dem Handy, kriegt man trotzdem die gleiche Belohnung? Wenn man was? Koran liest auf einer App. Wenn man Koran liest von einer App, wie ist das? In erster Linie sollten wir versuchen, vom Mushaf zu lernen oder zu lesen. Na? Aber jetzt eine Person hat zum Beispiel kein Wudu und er hat keine Lust, vielleicht jetzt Wudu zu machen. Kann er dann vom App lesen? Ja, er kann lesen. Wird er belohnt? Ja, er wird belohnt. Er wird belohnt, bi'idhnillah as-sami' al-alim. Wir reden jetzt über den Koran, ne? Nicht über eine Übersetzung. Weil die Übersetzung ist nicht der Koran. Viele Leute denken, die Übersetzung wäre der Koran. Aber die Übersetzung ist etwas und der Koran ist etwas. Weil manche fragen auch, brauche ich Wudu, wenn ich die Übersetzung lese? Die Übersetzung ist nicht der Koran. Und deswegen sind das nicht die Urteile, die mit dem Koran verbunden sind. Die Urteile, die wir haben, dass man nur Koran lesen sollte, während man Wudu hat. Okay? Und dass eine Frau, die zum Beispiel menstruierend ist, dass sie nicht den Koran anfasst. Und dies, wir reden hier über was? Über Koran. Über den Koran. Aber jetzt, eine Frau, die zum Beispiel menstruierend ist, liest zum Beispiel von einer App. Erlaubt oder nicht? Ist erlaubt. Okay? Ist erlaubt. Und sie umgeht damit auch die Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, ob man den Koran anfassen kann oder nicht, weil in dem Fall ist das nicht der Koran, sondern das ist eine App, woraus sie den Koran liest. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Wa fikum barakallah, jazakum la khairan. Na. Nächste Surah? Oder wollen wir nur eine Ayah machen? Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba. وكواعب الله أكبر الله أكبر من ألا آيات سوفست ويرن يا حمزة حمزة will gerne eine Sura behandeln, Sura Hur al-Ain, die gibt's aber nicht. Deswegen muss er sich ein bisschen gedulden. Beten Allah Ta'ala. Eigentlich, wenn wir jetzt nach oben unsere Reihenfolge bestimmen, dann würde jetzt Sura Muhammad oder Sura al-Qital kommen. Das wäre möglich. Wir haben Zuhruf hatten wir gemacht. Hatten wir gemacht, ne? Zuhruf. Von Ghafir sind wir hochgegangen. Ghafir. Fussila. Da sind wir. Ich weiß das auch nicht mehr.
Das Problem ist, ich habe ja ein Programm gemacht und dann habe ich wieder so ein ähnliches Programm gemacht. Deswegen bin ich ehrlich gesagt selber durcheinander gekommen. Okay. Ja, und danach hoch. Das haben wir gemacht, ne? Okay. Surat Muhammad. Ahlan, ahlan. Warum noch nach Knast? Ist man noch Muslim, wenn man etwas aus dem Koran leugnet? Ist man noch Muslim, wenn man aus dem Koran etwas aus dem Koran leugnet? Allgemein nein. Ist man kein Muslim. Was heißt allgemein nein? Ich gebe zwei Beispiele, damit man versteht. Schaut mal, Ahlus Sunnah, die haben immer Tafsil. Nicht immer gleich Takfir. Tafsil, was bedeutet Tafsil? Ha? Die betrachten eine Sache genau. Zum Beispiel, eine Person, ich gebe euch ein Beispiel, der sagt, ich glaube an den Koran. Dann sagt ihn eine andere Person, ja, aber warum machst du dieses und jenes? Und im Koran steht es doch so. Er sagt, nein, das steht nicht so im Koran. Sagt die andere Person, natürlich steht das so im Koran. Er sagt, Wallahi, das steht nicht so im Koran. Was ist das bei ihm? Unwissenheit. Hat er geleugnet, nachdem er es gewusst hat? Oder er kann sich nicht vorstellen, dass das im Koran steht? Zum Beispiel, ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Einer kam zu einem der Schujuch in Ägypten und er sagte zu ihm, die Juden und Christen sind Gläubige. Dann sagte der Scheich zu ihm, fürchte Allah, weißt du nicht, dass Allah die Religion nur für die Muslime bestimmt hat und dass nur sie Gläubige sind und nur sie in das Paradies kommen? Weißt du nicht, dass Allah diese Leute von Ahlul Kitab, Juden und Christen, als Kuffar bezeichnet, er sagte, Wallahi, das hat Allah nicht gemacht. Dann hat der Scheich ihm gesagt, fürchte Allah. Allah sagt im Koran und hat ihm die Ayat aus Surat Al-Ma'idah gelesen. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ und so weiter und so fort. Bereits ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah wäre einer von dreien. Er sagt, niemals steht das da drin. Was hat er? Er dachte nicht, er hat nicht geglaubt, dass das da drin steht. Guckt mal, diese Leugnung, was ist das für eine Leugnung? Unwissenheit. Jetzt aber eine andere Person, der ist Imam von einer Moschee, er weiß, Juden und Christen sind Kuffar, aber er sagt, die sind Gläubige, damit er den Kuffar gefällt. Was ist das jetzt hier? Diese Leugnung? Großer Kuffer und der ist damit Kafir geworden. Verstanden den Unterschied? Wisst ihr, dass zu der Zeit der Salaf, es gab einige Gelehrte, man hat ihnen Ayat vorgelesen vom Koran. Alaykum salam wa barakatuh. MashaAllah. Man hat ihnen Ayat vorgelesen vom Koran. Er hat gesagt, die stehen nicht im Koran. Was waren das? Gelehrte. Deswegen, ja, Ikhwan, ist ein Unterschied, ob man denkt, nein, diese Sache ist nicht im Koran vorhanden. Aber wäre sie vorhanden, würde ich sie niemals leugnen. Mafhum? Verstanden den Unterschied? Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.